Ah, was gibt mir der Sport? Das werden wahrscheinlich Leute in meinem Stand nicht so wirklich verstehen können. Die fragen halt immer, ja, kann man damit Geld verdienen, kann man damit kein Geld verdienen. Ich habe von klein auf habe ich Sport gemacht, habe viele Sportarten ausprobiert, bin dann bei dieser Sportart hier geblieben. Da hatte ich letztes Mal schon so eine schöne Aufzählung. Ich hatte halt das Glück, mein Hobby zu meiner Leidenschaft zu machen, meine Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen. Und das ist, der Sport gibt mir halt alles. Ich genieße alles, was drumherum ist. Ich liebe Sport und ich mache auch drumherum, meine ganzen Hobbys sind Sport. Also das alles zu kombinieren in diesem Leistungssport ist natürlich für mich das Größte. Die Verbindung zum Sport bei mir beim Schwimmen, das hat sich so von Jahr zu Jahr entwickelt. Also ich bin durch meinen großen Bruder damals zum Schwimmen gekommen. Dann hat sich das von Jahr zu Jahr entwickelt. Dann kamen die ersten Erfolge im Jugendbereich. Ja, das hat sich zu einer Leidenschaft entwickelt. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile mein Hobby sozusagen zum Beruf machen konnte als Sportsoldat und durch die Unterstützung vom Verein. Ich wäre froh, wenn ich das noch mehrere Jahre bzw. Olympiazyklen so weitermachen könnte. Ja, ich habe täglich Spaß beim Training. Nicht jeden Tag muss man natürlich sagen, es ist auch viel Arbeit, was dahinter steckt. Manchmal muss man sich einfach zusammenreißen oder braucht man einen Arschtritt. Aber solange man, denke ich, regelmäßig mit Spaß beim Training dabei ist, dann kann man das noch viele Jahre so weitermachen. Das Schöne am Schwimmsport ist eigentlich, dass man sehr, sehr viel rumkommt. Also, ich sag mal, mit meinen jungen 20 Jahren habe ich jetzt doch schon einiges so von der Welt gesehen. Und man lernt viele neue Leute kennen und hält zu denen Kontakt, nicht nur national, sondern auch international. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Also, das schönste Erlebnis bei der Weltmeisterschaft jetzt war auf jeden Fall das Einlaufen im Finale. Da wurde mein Name dann aufgerufen und natürlich hier startet für Team Germany. Und das ist echt cool, wenn auf der Anzeigentafel dann noch das Bild von einem selbst ist, mit der nominierten Zeit und überall wird der Name von einem aufgeblendet. Und dann haben die das noch ein bisschen so mit Nebel und all sowas drumherum verkleidet und war einfach eine super schöne Atmosphäre und das Publikum war richtig laut und hat einfach Spaß gemacht.